Moin, ich bin der Stefan und ihr seid bei Deep Orange. Heute fange ich mit den ersten Arbeiten an meinem Opel an. Ja, das werden wir erstmal sauber machen. Ich habe mich jetzt mit Reinigungsmittel eingedeckt, ein paar Handschuhe gekauft, auch schon hier so ein Ganzkörper-Overall angezogen. Und ja, schaut einfach mal zu, wie der Zustand des Wagens ist. So, jetzt verschaffe ich euch mal einen kleinen Überblick über die Ausgangssituation. Die Handschuhe habe ich gebraucht, um den Wagen hier hinzubringen, weil ich keine Lust hatte, mit nackten Fingern das Lenkrad anzupacken. So, das sind erstmal Sitzbezüge, die werde ich als erstes rausschmeißen und mal sehen, was dahinter ist. Ja, da möchte ich auch nicht wissen, was da drin mal existiert hat. Hat da irgendwas drin gelebt, oder? Hier sieht man richtig so ein Knies. Ich habe das schon abgemacht am Anfang, bevor ich eingestiegen bin. So das Gröbste, aber huiuiui. Sind wir schon einmal drüber gegangen. So ein bisschen hier vorne über die Armaturen und über das, was man direkt so anpacken muss, wie den Schalthebel. Dann wollen wir mal anfangen. Das erste wäre geschafft. Die Sitzbezüge sind raus. Jetzt saugen wir erstmal eine Hier Runde. so ein Industriestaubsauger am Start. Damit wollen wir dem Ganzen hier mal zu Leibe rücken. So, den Teppich habe ich hier rausgerissen. Heute schrauben wir den Beifahrersitz und den Fahrersitz aus dem Fahrerhaus raus, damit wir überall gut drankommen und alles sauber machen zu können. Die Sitze sind raus, der Boden ist freigelegt. Jetzt schaue ich mal, wo ich überall ran muss, damit ich den Boden rausnehmen kann und draußen sauber machen kann. Auf der Beifahrerseite ist der Teppich hier mit einer großen Kunststoffschraube befestigt, da und da mit so zwei kleinen Kunststoffschrauben. Hier drunter kann man ihn einfach wegziehen. Hier muss man vorher die Trittstufe rausnehmen. Hier war er auch nur drunter geklemmt. So, und jetzt ist er frei. Hier muss man natürlich die Dichtung auch noch wegnehmen. Und dann ist er auf der Seite, man sieht, lose. Auf der Fahrerseite haben wir dasselbe Spiel. Wir müssen hier einmal den Einstieg rausnehmen, die Dichtung hochziehen. Hier haben wir dann einmal so eine Kunststoffschraube. Dort haben wir eine Kunststoffschraube und dort haben wir eine Kunststoffschraube oder Mutter, vielmehr ist eine gute Mutter. Und der Rest ist wieder einfach nur hier drunter geklemmt und hier drunter geklemmt. Auf der Fahrerseite haben wir natürlich jetzt ein Problem. Die Lenksäule, die geht hier durch. Hier ist kein Einschnitt drin. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich löse hier oben die Schraube und schaue, ob ich das rausbekomme. Ja, das scheint hinten offen zu sein. Oder ich schneide hier einmal den Teppich auf. Wenn ich den Teppich aufschneide, hätte ich hier allerdings immer eine Dreckfuge. Das heißt, ich könnte ihn aufschneiden und danach zukleben, Tape drüber, aber es gefällt mir nicht. Ich versuche es erstmal, indem ich hier oben die Schraube löse und gucke, ob ich hier die Stange rausziehen kann.
Die Schraube war einfach zu lösen und jetzt kann ich die beiden Teile hier einfach auseinandernehmen und hoffe, dass ich dann den Teppich darüber bekomme. Es hat tatsächlich geklappt. Der Teppich ist raus. Auch hier hat sich sehr, sehr viel Dreck angesammelt. Aber vom Blech her sieht es sehr gut aus. Ich habe hier eine Roststelle entdeckt. Hier ist die Falz angerostet. Rest. Rest scheint okay zu sein. Muss ich gleich mal aussaugen und mal schauen, wie das im Gesamten so ist. Hier sieht man schön, was so an Dreck runterkommt. Man sieht schön den Vergleich rechts und links. Die Sitze wurden jetzt nochmal mit Schaumreiniger sauber gemacht. Hier die Armlehne muss ich noch restaurieren. Genauso wie das Seitenteil vom Fahrersitz. Der Boden. Dort war ein Teppich mit Doppelklebeband eingeklebt. Das muss ich jetzt noch entfernen. Und ansonsten sind die meisten Stellen rausgegangen. Einige werde ich jetzt nochmal nachbehandeln. Die Reste des Doppelklebebandes werde ich jetzt mit Hilfe einer Nylonbürste für die Bohrmaschine entfernen. Sind ja doch einige Streifen, die hier drauf sind. So, schauen wir mal, was da so geht. So, Aufschlag brauchen wir nicht. Machen wir mal vom Körper weg. Kaltreiniger scheint auch nicht gut zu wirken. Der heiße Film gedreht. Ja. Genau. Der heiße Film ist das Mittel der Wahl.
Wie ihr seht, das geht ganz gut. Ihr seht, was ich von dem Torschutzzeug schon alles abgemacht habe. Klebt wie Hulle.